Hallo und willkommen zurück bei Knights of the Old Republic, wo wir letztes Mal auf der relativ verlassenen Raumstation im Yavin-System waren und da einen bisschen komischen Typen getroffen haben, der uns Sachen verkaufen wollte, aber auch richtig gute Sachen. Ich glaube, wir werden im Laufe des Spiels ab und zu mal bei ihm vorbeigucken und schauen, ob er vielleicht irgendwie sich neue tolle Sachen ausgedacht hat, weil das war ja schon, vor allem die Handschuhe fand ich sehr nett. Aber jetzt gehen wir erstmal woanders hin. Wir waren ja schon in. Auf Dantooine haben wir schon die Sternenkarte, auf Tatooine und jetzt bleibt noch Corriban, Kashyyyk und Manaan. Ich glaube, ich gehe mal nach Manaan als nächstes. Wir verlassen die Raumstation. Und wir werden nicht angegriffen. Yay! Wunderbar. Ich überspringe jetzt die Cutscenes immer mal wieder, weil wenn ihr die eh nicht sehen könnt, dann bringt das auch nicht viel, wenn ihr die Geräusche davon nur hört. Und wir haben wieder Träume. Another vision. The Force is guiding us, helping us retrace the steps of Malak and his old master, leading us ever closer to the Star Forge. It is strange that anyone would have built a star map here. The entire surface of Manaan is covered by nothing but vast oceans. In der Vision, die wir nicht gesehen haben, sah es natürlich so aus, als wäre die Sternkarte irgendwie unter Wasser. The ocean floor is vast and much of it is uncharted, even by the native Selkath. How could Revan and Malak have found their way down? No doubt things will become more clear once we discover the star map's location. Ja, wie auch immer, wir improvisieren sowieso alles. Das ist Bastilas Pseudo-Führungsstil. Wir gehen da einfach mal hin und schauen, was uns dann so einfällt. Ich finde das auch echt nicht schlecht, also ich will da keinen Vorwurf machen. So führe ich auch immer am liebsten Leute an. Ach, die sind immer noch da. Ich hatte mich gerade gewundert, ob die Giska irgendwie weg sind, aber die sind doch noch da. Waren nur gerade irgendwie weg. So, und da sehen wir unseren schnittigen Swoop Racer. Ich wollte noch eben mal gucken, ob ich noch irgendwas verbessern kann. Da haben wir schon beides. Da haben wir beides. Sieht das bei den Fernwaffen aus? Da könnte noch ein Zielfernrohr drauf. Ich glaube, ich nehme mal Candorous für die nächste Mission mit. Aber dafür muss ich eben mal hier die Sachen von Karf seinem Blaster ausbauen und baue die bei Candorous ein. Ich könnte auch HK mitnehmen natürlich. Aber die Waffen nehmen sich nicht so besonders viel. Ich meine, das hat noch so einen Schadensbonus von 2 bis Alter. Schon echt eine crazy Waffe, diese Karabiner. Aber ich würde jetzt gerne mal Candorous mitnehmen. So, dann betreten wir mal den Planeten. Ich denke, wir nehmen mal wieder Bastila mit, damit wir gut improvisieren können und Candorous. Ja, die Einheimischen sind, glaube ich, an diesem Planeten sind die Selkath, die wir gleich noch sehen werden. Wir haben auch schon ein paar davor gesehen, ohne dass wir jetzt immer darauf hingewiesen wurden, was für eine Rasse die sind. Lass mich eben hier rumgucken, ob hier irgendwas ist. Ich mache auch mal Geschwindigkeitsboost an. Nicht, dass ich wieder irgendwelche tollen Schätze in der Nähe meines Schiffes übersehe, die freundliche Leute hier hinterlassen haben. Aber es sieht doch eigentlich ganz nett aus hier. Gefällt mir, ich mache hier gerne Urlaub. Bisschen fortschrittlich, aber mit mehr Blick. Das ist doch durchaus nett, finde ich. Dann gehen wir mal hier raus. Landebucht 26C. You Republic people are so pathetic, sitting around groveling at the table scraps the Galactic Senators deign to give you. It makes me sick. The Senators work for the good of the whole galaxy, not for individual gain. Ha! Don't make me laugh, you gutless simp. It's the destiny of weak-minded fools like you to be ruled over by the strong, like we Sith. I'm warning you. Don't push me or you'll get just what you're asking for. Try it. Just try it. I'd love to see you throw the first punch. And with all the cameras around, the Selkath would be all over you inside of 30 seconds. You break their laws. You pay the price, Republic scum.
but I can see that you're not man enough to back up your words anyway. If you ever feel like relieving yourself of your worthless existence, feel free to come by our enclave here. We have many, many ways to fulfill your wish. Freundlich. Yeah, what are you... Oh, I apologize, Master Jedi. I should not have been rude. Ja, ist schon okay. Kann ich verstehen, wenn man mal ein bisschen zornig ist. No, really. I should apologize. I should try to control myself. As you Jedi do. Is there anything I can help you with? Wir haben uns auch mal unter Kontrolle, ja. Wir lassen immer unseren Zorn frei raus. Das kontrollieren wir ganz gut. Warum seid ihr denn über die Sith so aufgebracht, dieses Streitgespräch? Irgendwie hört sich das ja an, als wärt ihr irgendwie zu Neutralität gezwungen. Und beide Parteien wären hier, aber wer irgendwie Krieg anfängt, kriegt von den Zellkraft aufs Maul. Erzählt doch mal was dazu. Well, these damn Sith are everywhere on Manon. Pushing us Republic citizens around, trying to goad us into breaking the law somewhere. Die Gesetze brechen. Welche Gesetze könntet ihr denn brechen? Yeah, the Selkath want to maintain their neutrality in this war we're fighting with the Sith, and they enforce it very strictly. So, we just have to sit here and let the Sith insult us, and we can't raise a hand against them. Otherwise, the Republic will face severe Kolto export restrictions, and that could lose us the war altogether. Was ist Kolto? You're joking, right? I'm sorry, but everyone knows what Kolto is. It's the most powerful healing agent in the galaxy. I would have died several times myself if we didn't have this stuff handy. But the reason it's important here is that Kolto is only found naturally on Manon, and all of our attempts to synthesize it have failed miserably. So, we sit here on the surface, the Selkath harvesting what Kolto bubbles up from the bottom of the ocean, and we buy it from them. Well, us and the Sith, of course. The Selkath don't want to play favorites. Ich hab irgendwie so einen leichten Dune-Vibe, ja. Hier müssen beide Parteien wollen hier das Kolto abbauen, aber die Einheimischen wollen neutral bleiben, deswegen kriegen alle aufs Maul, die irgendwie den Frieden hier gefährden und beziehungsweise dürfen wahrscheinlich dann kein Kolto mehr abbauen. Also habe ich es richtig verstanden, sowohl Republiksoldaten als auch die Sith sind hier und bauen das Kolto ab. The Selkath think that by staying neutral, they can play both sides, selling Kolto to everyone that needs it and making themselves too valuable to be worth conquering. Well, that, and they threaten to destroy the only natural source of Kolto on the planet if anyone tries to attack them. But I think they're underestimating the length the Sith will go to get what they want. They're probably planning something already. Is there anything else you require? Habt ihr vielleicht irgendeine Idee, wo man eine alte Sternkarte finden könnte oder irgendwelche Ruinen unter Wasser? A star map? Like an ancient artifact or something? No, I'm sorry, I've never heard of it. Is there anything else I can do for you? Erzählt mir ein bisschen was von dieser Stadt hier. It's big. Real big. Actually, it's pretty much the only real city on the entire world. The only place for us air breathers anyway. Manon is a water world, which you may have noticed on your way down to land here, inhabited natively by a species of fish people called the Selkath. They built this city to cater to us off-worlders and as a base of operations to export Kolto, which is the only real thing they have to trade here. Na gut, dann danke für die Informationen. Obwohl, warum haben sich die Selkath denn nicht der Republik angeschlossen? Die Republik ist doch voll nett und die beschützen auch Minderheiten und sowas. Warum haben die sich dann nicht der Republik angeschlossen? The Selkath think that by staying neutral, they... Well, na gut, das hatten wir schon. Gut, verzeiht, ich muss gehen. Of course. If you have any other questions, you should probably see Roland Wan. He's the Republic diplomat here. He's by the Republic Enclave near the visitor residences. Oh, if you don't know where that is, go north from here, then south past the port official in the first courtyard, east into the second courtyard, then north, then east again. You got that? Have a pleasant stay, Master Jedi. Ich habe das jetzt nicht verstanden, aber ich... Ne, Bastila, wir improvisieren das einfach. Wir gehen in irgendeine Richtung und schauen, was wir da finden. Wenn wir da so einen Republikgesandten finden, dann reden wir natürlich gern mit dem. Hier hinten ist nichts. Reden wir mal mit dem Händler. Bringe
die Lebensmittelgesellschaft. Ich würde gerne was kaufen. Habt ihr noch was anderes außer Lebensmittel? Weil Lebensmittel interessiert mich jetzt nicht so sehr. Achso, ihr verkauft auch Medikits anscheinend und Granaten natürlich. Als Lebensmittelgesellschaft muss man natürlich Granaten verkaufen. Das liegt ja quasi auf der Hand. Das ist das Kernbusiness von Lebensmittelgesellschaften. Es ist klar. Gut. Gehen wir mal hier weiter. Ich glaube, mit den Reinigungsdrähten wollen wir nicht reden. Oh, das Bastila, die Gute hat anscheinend wieder was auf dem Herzen. Dann reden wir mal mit ihr. Hey! How can I help? Habt ihr irgendeine Idee, warum der Rat ausgerechnet uns beide auf die Mission geschickt hat? Ich meine, sie hätten das ja auch selber machen können eigentlich. Oder irgendwelche anderen, erfahreneren Jedi schicken können. Warum, meint ihr, haben die uns eigentlich zusammengeschickt? Why? I could not accomplish this on my own. I need the aid of others. Especially one who is strong in the Force. The bond between us made you a natural choice. Besides, the events on Taris prove that the Force wanted to bring us together for this mission. And there is little left to chance when the Force is involved. Is that not enough for you? Ach so, die Macht möchte, dass wir zusammen sind. Warum kämpft ihr denn dagegen an? I said we were brought together for our mission, to stop Malak. I hardly think the Force would be pushing us toward a romantic involvement when the fate of the galaxy is at stake. Please try to stay focused. I doubt the Council would approve if they knew we were busy discussing our mutual attraction when we should be saving the galaxy from Malak. Wenn wir unsere gegenseitige Anziehung diskutieren, will ich sie noch weiter ein bisschen provozieren, würde ich fast sagen, oder soll ich mal auf Mr. Verständnis machen? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß aber, dass unsere Mission auch wichtig ist. Finding the missing pieces of the star maps is our only hope of locating the Star Forge and defeating Malak. The Council explained all this quite clearly. Es kommt mir aber seltsam vor, dass die uns nicht ohne Begleitung eines Meisters mitgeschickt haben. Ich meine, so ein Meister hätten wir bestimmt noch mit uns mitschicken können, der hätte uns dann irgendwie Bescheid geben können und das wäre doch besser gelaufen, oder? Findet ihr nicht? I admit, there were times that I wondered if this is more than just a mission to stop Malak. There were times when I wondered if this was also a way for the Council to test my own abilities. Wieso werde ich das Gefühl nicht los? Da geht irgendwie mehr vor, als sie mir erzählt. I wondered if the Council wanted to see how I would help and guide you on our quest. I wondered if they were testing me to see if I was ready to become a Jedi Master myself. And then I realized how foolish such thoughts were. As the Council explained, sending a Master in our group would only have drawn unwanted attention from the Sith. The fate of the galaxy is at stake. The Council would not risk it merely to test me. They calculated the risks and in the end chose the only option available. Ich schätze, es ergibt ein bisschen Sinn, aber irgendwie finde ich da immer noch irgendwie, dass das nicht ganz koscher ist. Aber es ergibt zumindest oberflächlich betrachtet Sinn. You must learn to trust in the wisdom of the Council. Your destiny will come when its appointed time. You mustn't be so impatient. Noch eine Predigt? Nein, das sage ich nicht. Wir sind ja nett zu ihr. Ja, ich schätze, ihr habt recht. Wir sollten uns lieber wieder auf die Mission konzentrieren. Come on, come. Let's move on. There's much to be done. Tja. Hallo. Ja, ich hätte da so eine ganze Schiffsladung voller Gitzka, falls ihr daran Interesse habt. Die wollte ich sowieso... Die sind super gefragt und deswegen wollte ich die gerne an jemanden verkaufen. Aber was bietet ihr denn dafür? Und
getrennt. Aber ihr wollt diese Gitzka kaufen. Weil ich finde das toll, dass wir jetzt immer die Leute missbrauchen können. Das sind besondere Gitzka, sie können sie nicht fortpflanzen. Das wäre böse gelogen. Aber trotzdem wollt ihr diese Gitzka kaufen, die sind total niedlich. Was? Ich soll euch Geld geben, Also eigentlich hatte ich vor, die zu verkaufen. Lass uns einfach sagen, wir treffen uns in der Mitte, also ich bezahle euch nichts und dann haben wir das hinter uns. Ja, ich danke euch, dass wir die Gitzka, ein neues Zuhause gefunden haben, natürlich. Die waren so niedlich, aber ihr habt mich davon überzeugt, dass sie bei euch es viel besser haben als bei mir. Ich habe ja gar nicht so viel Zeit. Was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht, was da ist. Privathanger, Sith-Hanger, achso, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas verloren haben. Ja, ich weiß, Kamera ist halt aktiviert. Ich wollte nur gucken, was da ist, aber anscheinend gibt es da nichts, was uns interessiert. Wir gehen erstmal hier noch ein bisschen in dieser Sicherheitszone umher, auch wenn der Begriff Sicherheitszone so ein bisschen komisch ist, aber wir gehen einfach mal ein bisschen umher. So. Vorbei an weiteren Reinigungsdruiden. Es ist auch ein besonders sauberer Besucherbereich. Ah, ja. Oh, sehr schön hier mit Wasserspiel und alles. Hi, wer seid ihr denn? Was soll das werden? Warum sprecht ihr mich so an? Ich wollte nur mit euch reden, wer ihr seid und so. Müsst ihr mich doch nicht gleich hier ankreischen. Nicht jetzt. Ich habe gerade wichtige Geschäfte und deswegen später vielleicht. Ja, immer diese Sargspieler überall. Aber ich hab das ja bisher immer noch vor mich hingeschoben. Vielleicht mache ich mal irgendwie eine große... Wir werden der Parsag-Spieler, wo wir überall rumgehen und alle Leute im Parsag herausfordern. Also Let's Play, nicht Let's Play Poker, sondern Let's Play Parsag. Aber bin da nicht so überzeugt von, dass das spaßig ist. So, Hafenverwalter. Wie lauten diese Außenwärtergesetze denn? Ich habe die zwar schon gehört, aber ich würde die gerne mal von euch hören. Okay, das habe ich auch schon gehört. Aber wie könnt ihr eigentlich neutral bleiben, wenn die Sith versuchen, die gesamte Galaxis zu erobern? Ich meine, die werden doch bestimmt nicht aufhören, bloß weil ihr hier so ein paar Leute habt, die das Kolto raffinieren. Wenn's
und Geografie-Bande. Ich bin mir sicher, ob euer Plan, den Sith zu trotzen, erfolgreich sein könnte. Ich finde, dass mir das ziemlich kurzsichtig vorkommt, weil die Sith sind unkontrollierbar und wenn sie den Eindruck haben, dass ihr nicht mehr genug Nutzen für sie habt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch nicht ganz logische Sachen mal versuchen. Was? Bei jeder Landung? Sagen wir, ich bin ja das erste Mal, ja, ich gebe euch 50 Credits. Ich will jetzt nicht hier den ganz um sein Geld bringen, aber sagen wir 50 Credits und ich schaue mir das mal an, ich gebe auch bestimmt ein bisschen Geld bei den örtlichen Händlern aus. Ich muss die Landegebühr nicht bezahlen, ich bin wichtig. The Force is not a thing to be trifled with. Continue to use it frivolously and you may find yourself straying down the dark path. Okay, das habe ich euch verstanden. Gut, vielen Dank. Obey the laws here on Manan, human. Ach so, ja gut, das kann ich machen. Das sieht aber echt schön hier aus. So, gefällt mir eigentlich. So vom optischen Eindruck. Eisendorf. Manan may not seem very hospitable, but... Geht denn irgendwas? Nee. Ich hab zur Zeit mit euch zu sprechen, aber ich hoffe, dass das auch, ja, auch gleich. Das war echt nett hier. Muss ich ja mal durchaus zugestehen. The whole Swoop Racing Circuit for this sector has been falling apart since the Sith bomb. Kolto Verwaltungszentrale, Oma. Hier irgendwas? Sith Zelkav-Koordinator. Wo kann ich denn so eine Kaufgenehmigung erhalten? Na, ich verstehe. Na gut, ich würde nur ein paar Informationen brauchen, wenn ihr erlaubt. Das ist ein sehr netter Mann. Na gut, dann gehe ich mal. Interesting. Ja, gespannt, ob wir vielleicht noch so eine Kaufgenehmigung irgendwie kriegen, sag ich mal. Natürlich machen wir jetzt einen Antrag und lassen uns als offizieller Händler installieren. Das dauert ja auch nicht lange. So, Vassila, I heard a rumor that the Vulkars captured you without much of a struggle. It must be embarrassing to be bested by a handful of street thugs. There were extenuating circumstances, and I can assure you, it took far more than a handful of Vulkars to subdue me. Ich glaube, lasst uns das mal lieber nicht vertiefen, Candoris. Wir müssen jetzt nicht Bastila aufziehen. Sie ist manchmal schon nah genug an der Grenze. Whatever you say. All I know is that if we had more Jedi like Bastila fighting against us in the Mandalorian Wars, my side might not have lost. Bold talk from a broken down mercenary who was serving at Davik's heel. I'd call you his pet cathound.
But they have enough loyalty not to turn on their masters. Insults? Maybe if your master had trained your lightsaber to be as quick as your tongue, you could have escaped those Vulkers, you spoiled little Jedi princess. I was not spoiled. I was given the same training as everyone else in the Order. You are nothing but... No, I must not do this. There is no emotion. There is peace. That's the problem with you, Jedi. Always chanting about peace and control. Never up for a good fight. Well, except for Revan, I guess. Enough, Mandalorian. I won't rise to your bait anymore. The game is over. Let us continue on with what we were doing. Das war lustig. Und anscheinend hat Candorus nicht besonders viel Respekt vor den meisten Jedi, bis auf Revan anscheinend. Da hat er anscheinend durchaus Respekt vor dem, aber der hätte schließlich auch die Mandalorianer besiegt, die Invasion, wenn wir uns richtig erinnern, vor einigen Jahren. Vor ihm hat er anscheinend Respekt, aber vor Bastila nicht. Schade, dass der Revan anscheinend tot ist oder sowas, also von seinem Meister umgebracht wurde auf seinem eigenen Schiff. Was ist denn hier los? Gibt's hier irgendwas? Gefängnis. Mhm. So, zu irgendeiner Frage, du siehst das Personal. Nur schlichter. Okay. Okay, dann gehe ich jetzt mal lieber wieder. So, Reisende, wo geht's denn hier noch hin? Jede Menge Diplomaten, Sith-Diplomat, Richter. Da war eine Verhandlung läuft über irgendwas? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, weil ich versuchen wollte, nicht mehr so ewig lange überlangen Folgen zu machen, breche ich hier mal die Aufnahme ab und ich sage, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir weiter Manan erforschen und lustige Gespräche zwischen unseren beiden, doch sehr unterschiedlichen Begleitern wahrscheinlich erleben werden. Und ich sag mal, bis dann. Tschüss.